wunderschönen guten Tag hier aus Göttingen. Und wie angekündigt ist mein Gast heute Bovin Bandelow, der Angstforscher. Ich grüße Sie. Hallo. Angstforscher, also was ist ein Angstforscher erstens? Ja, ich bin Psychiater, arbeite in der Klinik als Arzt und habe dann seit über 26 Jahren mich immer mit den Ängsten beschäftigt. Und die meisten meiner Patienten haben eben eine sogenannte Angststörung, wie zum Beispiel eine Panikstörung oder soziale Phobie. Dann nehmen wir einfach mal, also es ist das Geschäft mit der Angst auch bei Ihnen, oder? Ja, da lebe ich davon, ganz gut, ja. Wenn Sie sagen müssten, wo sitzt Angst so im Körper? Man genau weiß man das noch nicht, aber es gibt mehrere Gebiete im Gehirn, zum Beispiel die Amygdala, der Mandelkern. Das wäre ein Gebiet, was im Gehirn mittendrin sitzt, im Kopf, mitten innen drin. Aber noch ein paar andere Gebiete, die ich jetzt nicht alle aufzählen muss, die arbeiten schön zusammen, wenn wir Angst haben. Da wird passiert einiges. Also wir müssen ja, wenn wir Angst haben, uns darauf vorbereiten, dass eine Gefahr kommt und dann auch darauf eingehen. Was ist Angst? Also Angst ist eigentlich erstmal eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Nehmen wir mal an, es kommt ein Mann mit einem langen Messer auf mich zu, dann passiert in meinem Körper was, zum Beispiel Herzrasen entsteht dadurch, dass ich schneller kämpfen, besser kämpfen oder schneller weglaufen kann. Dazu wird mein Herz durchblutet, sodass die Muskeln mehr Blut abbekommen. Man hat Luftnot, weil mehr Sauerstoff in die Lunge kommen soll und viele andere Dinge passieren im Körper, die eigentlich, das ist eine ganz normale Reaktion, die deswegen stattfindet, damit wir uns auf diese Gefahr vorbereiten können. Aber wenn wir diese Angst haben, dann empfinden wir diese Symptome als äußerst unangenehm und man nennt das das sympathische Nervensystem. Es müsste eigentlich das unsympathische Nervensystem heißen, weil es so als unangenehm empfunden wird, diese Angst. Sie haben einige Bestseller geschrieben und aktuell wird Angst vorm bösen Mann. Da beschäftigen Sie sich mit den Tätern. Also es ist zurzeit sowieso in, also es gibt mittlerweile jeden Abend mindestens 3 Sendungen auf allen Sendern, wo es um Profiler geht, wo man sich in den Täter versetzt. Und Sie sagen nicht die Opfer, sondern die Täter sind das Spannende für uns. Woran liegt das? Ja, also Angst ist sowieso sehr beliebt im Fernsehen, ist ja klar, weil ein Tatort läuft ja so ab, dass wir erstmal in Angst und Schrecken versetzt werden. Es muss auch was richtig Schlimmes passieren. Es muss da auch eine Leiche gefunden werden und schreckliche forensische Details bekannt werden, damit erstmal Angst aufgebaut wird. Und dann um 21.40 Uhr wird dann der Täter gefunden und ins Gefängnis gesteckt. Und dann siegt das Gute. Und das führt bei uns dazu, dass wir eine sogenannte Endorphinausschüttung kriegen. Also dieses Angstsystem ist relativ primitiv, das kann noch nicht mal unterscheiden zwischen der Realität und dem Studio in Babelsberg und denkt, dass wir wirklich in Gefahr sind. Wenn da aber im Tatort nur 150 Euro geklaut werden, dann wäre nicht genug Angst da und auch weniger Endorphinausschüttung um 21.40 Uhr. Also wenn man so einen schrecklichen Menschen wie Hannibal Lecter sich vorstellt, jetzt nehme ich mal Schweigender Lämmer, der macht ja richtig brutale Sachen, aber ist zumindest vielen Zuschauern, wie ich es immer erlebt habe, sehr sympathisch. Und man kann mit ihm immer auch irgendwo mitgehen und mitfühlen. Was treibt uns dazu, auch eine Sympathie für Täter zu entwickeln? Ja, das ist tatsächlich immer so, dass Täter auf uns irgendwie faszinierend wirken. Also ich habe mich ja bei den Recherchen für mein Buch mit einem Jack Unterweger beschäftigt. Das war ein Mann, der in Deutschland einen Mord begangen hatte, kam dann in Österreich ins Gefängnis und nach ungefähr 16 Jahren hat er Bücher geschrieben und da haben Menschen dann eine Petition unterschrieben, unter anderem Ernst Jandl oder Elfriede Jelinek. Damit er aus dem Gefängnis rauskommt, weil sie gesagt haben, der ist so schön resozialisiert und er ist danach dann durch die Talkshows gegangen, war sehr beliebt, hatte extrem viele Frauenkontakte, jede Frau wollte mit ihm was zu tun haben. Und das Doofe war nur, dass er dann immer, wenn er irgendwo eine Autorenlesung in der Steiermark hatte oder so, dass dann da am nächsten Tag eine Prostituierte tot im Wald lag. Und insgesamt waren es bis zu 12 Frauen, die er wahrscheinlich ermordet hat.
Und trotzdem hat dieser Mann eine unglaubliche Faszination ausgeübt. Also ich kenne heute eben noch Frauen, die nach wie vor, obwohl der Mann ja schon Jahrzehnte tot ist, noch in ihn verliebt sind und sich damals also sehr in ihn verliebt haben und immer noch schwärmen von ihm. Sie haben sich auch mit anderen Tätern beschäftigt. Also, Natascha Kampusch ist ein Begriff in Ihrem Buch. Oder jetzt kam raus, dass Leute 30 Jahre quasi wie Sklaven gehalten wurden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht ab und zu mal eine Chance haben zu fliehen. Ja, das war ja bei Natascha Kampusch so, dass sie mehrere Möglichkeiten hat verstreichen lassen, um zu fliehen. Und ich habe auch über viele andere Fälle gehört. Ein Mädchen, die war 18 Jahre in Gefangenschaft, hat zwei Kinder von dem Täter bekommen. Eine andere Frau, mit der habe ich dann gesprochen, habe ich ein langes Interview gemacht. Sie war 8 Jahre in einer Kiste eingesperrt. Sie musste also 23 Stunden am Tag in einer Kiste bleiben. Und hat das dann trotzdem, nach 8 Jahren ist sie dann geflohen. Aber da habe ich mit der auch lange drüber gesprochen, was geht erstmal in ihrem Kopf vor und was denkt sie, was in dem Kopf des Täters vorgeht. Ne? Und das Interessante ist eben dabei, dass diese Frauen eben doch auch positive Gefühle ihren Entführern gegenüber entwickelt haben, wie Natascha Kampusch, die sich gefreut hat, wenn ihr Wölfi abends nach Hause kam und was zu essen mitgebracht hat und mit ihr dann Mensch ärger dich nicht gespielt hat. So gab es auch in den vielen anderen Fällen, die ich analysiert habe, immer ähnliche Konstellationen. Das nennt man auch ein Stockholm-Syndrom, wenn nach einem Bankraub in Stockholm, wenn sich die Geiseln mit den Entführern solidarisieren. Und ich habe versucht, als Psychiater, habe ich mir das Gehirn zermartert, um herauszufinden, woran das liegt, dass die Menschen dann so denken. Meine Lösung war eigentlich die, dass ich beschäftige mich auch mit der Hirnbiologie und es gibt eben ein primitives Zentrum, ein Angstzentrum im Gehirn und das natürlich bei so einer Entführung maximal angestachelt wird. Und dann gibt es aber auch ein Zentrum, was uns mit Wohlgefühl belohnt, das Belohnungszentrum. Das hat Moleküle wie Dopamin und Endorphine und diese Endorphine sind in diesem Fall sehr wichtig. Wenn jetzt ein Täter dem Mädchen abends Essen bringt, dann gibt es einen Endorphinausschuss. Denn er ist der Einzige, der was zu essen bringt. Wenn er mal eines Tages nicht mehr kommt, stirbt das Mädchen. Und das führt dazu, dass ein Ding passiert mit dem Gehirn, das geht dann, schraubt sich runter von einem vernünftigen Denken auf ein primitives Denken auf dem Niveau eines Säuglings. Eigentlich müsste das Mädchen denken, dieser schreckliche Mensch hat mich in diese furchtbare Situation gebracht und vergewaltigt mich täglich. Aber in Wirklichkeit schraubt sich das Gehirn runter auf das Säuglingsniveau und das sagt, er ist der Einzige, der mir was zu essen bringt, also muss ich ihn lieben. So, dass es dann tatsächlich in manchen Fällen so war, dass die Frauen an ihren Entführern Liebesbriefe geschrieben haben. Sie haben sich auch beschäftigt mit Celebrities. Das heißt, populäre Persönlichkeiten und entdecken da auch viel Angst. Wie kommt das zustande? Ja, eigentlich ist es so, Angst ist das Superbenzin für Erfolg. Das heißt also, wenn jemand Angst hat, nicht der beste Künstler zu sein, dann arbeitet er eben so hart, bis er das ist. Und dahinter steht oft eine Angst vor dem Verlassenwerden. Also Künstler sind häufig schwerste Narzissten und Narzissten sind Menschen, die Angst haben. Die kriegen dann schon Angst, wenn sie eben nicht so genügend Follower bei Twitter oder Facebook haben. Also sie sind immer von dem Gedanken beseelt, Aufmerksamkeit zu kriegen. Das Schönste für einen Künstler ist, auf der Bühne zu stehen und direkten Applaus zu kriegen. Und da liegt ja eben auch wieder in diesem Belohnungssystem eine Endorphinausschüttung und dafür leben die Künstler. Und wenn man natürlich einen Mangel an diesen Endorphinen hat, dann strebt man mehr als andere normale Menschen danach, diesen Mangel anzuheben. Jeder Mensch will seine Endorphine anheben, aber manche haben in einem Level das so einigermaßen ausgeglichen und sehen gar nicht ein, warum sie jetzt auf eine Bühne gehen müssen und sich das antun müssen, die ganze Arbeit und das Üben und so weiter, ist ja auch eine harte Arbeit. Aber die guten Künstler, die haben eben viel zu wenig von diesen Endorphinen. Das erkennt man auch daran, dass sie dann häufig Drogen nehmen, denn Drogen erhöhen auch die Endorphine. Oder es ist auch so, dass eben sie sehr viel Sex haben. Also Sex erhöht natürlich auch die Endorphine. Dazu sind die Endorphine übrigens auch gemacht im Körper.
Und das machen alles Künstler, und da habe ich diesen Zusammenhang gesehen, alles, was Künstler machen, und gerade die Megastars wie Michael Jackson oder Kurt Cobain oder wie Janis Joplin, Jimi Hendrix, das waren alles so Leute, die absolute Endorphin-Junkies waren. Alles, was noch Amy Winehouse und ein paar andere gefehlt, die ist 27, also es heißt ja, es gibt so eine Insel, die verstecken sich da, die sind gar nicht tot. Ich will erstmal noch verstehen fachlich, was ist Narzissmus, wenn man es beschreiben müsste? Narzissmus heißt eigentlich Ehrgeiz oder Geltungsdrang. Narziss war ja der griechische Jüngling, der in das Spiegelbild, sein eigenes Spiegelbild im Fluss gesehen hat und sich in sich sein eigenes Spiegelbild verliebt hat. Also selbstverliebte Menschen, die also ständig über sich selbst nachdenken und auch in anderen sich sehen. Ja, andere sehen sie immer als Konkurrenten oder andere beneiden sie. Und das ist dann auch so, wenn sie zum Beispiel eine Liebesbeziehung haben, dann dient diese Frau oder der Mann eher dazu, um sie aufzuwerten. Es muss also eine besonders schöne Frau sein, damit man vor anderen Leuten mit ihr angeben kann. Aber lieben tun sie sich eher selbst. Und die schöne Frau kriegt wenig von der Liebe ab. Es gibt natürlich Narzissten, die sehr positiv gestimmt sind. Viele Künstler sind eben sehr positive Narzissten. Das ist dann auch keine Krankheit. Aber es gibt eben auch Narzissten, die bösartig sind, wie Bin Laden oder so, dem es darum geht, möglichst vielen Menschen in den Tod zu reißen, um dadurch bekannt zu werden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es bescheidene Terroristen gibt. Woher kommt es, dass der gerade immer eine Kamera angemacht hat? Ja, also Bin Laden hat sich auch die Haare gefärbt und er war eben als junger Mann, ist er auch dem Mädchen nachgestiegen und hat auch Alkohol getrunken und schnelle Autos gefahren. Er hat alles gemacht, was er dann später dem Westen vorgeworfen hat. Es gibt viele bösartige Narzissten, die wollen Macht auf andere Menschen ausüben und die versuchen es auf die verschiedenste Weise. Nicht? Und entweder werden sie Gangsterboss oder Politiker oder sie werden eben Terrorist. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, auf andere Leute Macht auszuüben. Terrorist ist manchmal noch die einfachste. Also es gibt ja so diesen Begriff asozial. Und das, was Sie gerade beschreiben, ist das, was wir immer so im Volksmund asozial nennen. Was ist asozial? Ja, wir sagen als Psychiater mal antisozial, weil asozial irgendwie so ein bisschen Beigeschmack hat, aber obwohl das natürlich keine tollen Menschen sind. Antisoziale Menschen sind eben Leute, die Macht auf andere Leute ausüben wollen. Die begehen Straftaten, haben keine Reue, wenn sie jemanden geschädigt haben. Haben auch so Sensation Seeking, sie fahren sehr schnell Motorrad, achten nicht auf andere Leute, ob die gefährdet werden und landen ganz häufig im Gefängnis. Also man sagt, dass ungefähr bis zu 80% der Menschen in Gefängnissen eine antisoziale Persönlichkeitsstörung haben. Ist Narzissmus schon eine antisoziale Störung? Nein, das ist absolut die Vorstufe. Es gibt ja eben auch sehr positive Narzissten. Nehmen wir mal vielleicht Thomas Gottschalk oder so. Alle lieben ihn, er liebt sich selbst. So what? Das ist ja keine Win-Win-Situation. Ja, genau, richtig. Und das ist keine Krankheit im eigentlichen Sinne. Kein Psychiater würde Thomas Gottschalk irgendeine Krankheit andichten. Und es gibt sehr viele Narzissten, die auch die Welt am Laufen halten, also die sehr viele gute Dinge machen, die in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Musik, die Bücher schreiben. Wenn es diese Narzissten nicht geben würde, dann wäre unser Leben sehr arm. Ne? Hat jeder von uns Narzissten in sich? Also wir haben ja über 1 Milliarde Facebook-Accounts auf der Welt und jeder sucht Aufmerksamkeit. Ja, das ist so, dass jeder eigentlich ein kleiner Narzisst ist, aber die einen mehr, die anderen weniger. Es gibt eben Leute, die leben völlig unnarzisstisch daher, sind aber dann oft auch sehr langweilig. Dann frage ich mal selbstkritisch, sind wir beide Narzissten, Herr Bandelow? Auf jeden Fall, ja, sonst allein, dass wir hier sitzen und ein Interview machen. Also ich habe schon sehr viele Interviews gemacht und fast immer wurde ich von Narzissten interviewt und ich würde für mich selbst auch einräumen, dass ich einer bin. Das ist spannend. Also wir hatten ein Vorgespräch schon und ich hatte Ihnen gesagt, also ich begegne jede Woche mindestens zwei Menschen, die ich interviewe und bei manchen kann man gleich sagen, das ist ein Narzisst und es ist auch teilweise angenehm. Also ich lerne Menschen kennen, die haben eine Verführungskunst, das ist unglaublich. Mhm. Also jeden männlich, weiblich, jung, alt, also es ist dieser Eroberungswille. Und dann gibt es auch, was ich viel schwieriger finde, die
zurückhalten, die es nicht sichtbar machen, aber die es viel kontrollierter einsetzen. Also wie setzt man Narzissmus ein? Am besten so, dass man nicht dabei ertappt wird. Wenn man es zu doll macht, dann macht man sich unbeliebt. Es gibt wirklich Narzissten, die das sehr, sehr gut kaschieren können, dass sie massive Narzissten sind. Also der eine mimt den Wissenschaftler mit dem weißen Rauschebart und Nickelbrille, und der nächste macht einen so ganz zurückhaltenden Menschen, der so auf der akustischen Gitarre irgendwelche Lieder ganz leise vor sich hin trällert. Aber es sind häufig eben auch Narzissten, die es gut kaschieren können. Und das sind eigentlich die beliebtesten. Also auch Schauspieler, die eher so ein bisschen zurückhaltend, schüchtern wirken, dahinter findet sich häufig ein starker Narzissmus. Aber das ist eben gut kaschiert. Und schrecklich finden wir eben solche Leute, die sich in Goldklamotten oder mit irrsinnigen Haarfrisuren auf die Bühne stellen und laut kreischen, und auch, um auf sich aufmerksam zu machen. Wir finden die manchmal auch gut, aber meistens nicht lange. Also diese Strategie, die hält immer ein Jahr an. Das sind immer diese die Hits, die nur einmal stattfinden, während die richtig guten Narzissten wie, sagen wir mal, Tom Hanks oder Robert De Niro sich wirklich ein ganzes Leben halten können. Ich hatte immer so, ich will mal auf Deutschland kurz kommen und nehmen wir doch mal so ein paar Persönlichkeitstypen und vielleicht sogar ein paar Namen ran. Ich hatte immer, wie die Piratenpartei aufkam und dann sind so Vertreter in den Talkshows gekommen und wollten, also haben immer gesagt, es zählt die Basis, ich bin nur zufällig hier, aber haben sehr bewusst sehr viel, also viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als die anderen Talkshow-Gäste. Sind das die größeren Narzissten? Eindeutig, also wer in der Talkshow immer am Reden ist, das ist der größere Narzisst. Und es gibt auch gerade Leute, die eben so genau das Gegenteil eigentlich so predigen, das Gegenteil von Narzissmus. Sie tun so, als ob sie lammfromm wären und wirklich überhaupt nicht am Glamour interessiert wären, kommen dann mit dem Strickpullover in die Talkshow und so weiter. Aber dahinter steckt sich manchmal auch ein Versuch, das besonders gut zu kaschieren, der auch System hat. Nehmen wir mal die Frau, die mächtigste Frau seit es diesen Kontinent gibt, Angela Merkel. Ist das eine Narzisstin? Also muss ich sagen, als Psychiater sehe ich da nicht einen einzigen narzisstischen Zug, aber ich wundere mich darüber, weil man kennt praktisch keinen Politiker, der nicht ein schwerer Narzisst ist und vor allem nicht einen Kanzlerkandidaten, der sich dreimal hält. Und sie müsste eigentlich eine Narzisstin sein, ist sie aber nicht. Also Gerhard Schröder war sicher sehr narzisstisch veranlagt, Helmut Kohl sicher auch, aber sie ist das gar nicht und vielleicht ist das ein Teil ihres Erfolges, dass sie eben doch so elegant daherkommt oder sie ist so super gut getarnt, dass ich selber nicht feststellen kann. Was ich finde, ist, dass, also ich kann mich an Kohl und Schröder erinnern, also ab einem Punkt gab es Leute, die haben die gehasst, so mit Emotionen. Ja. Ich kenne Leute, die mögen die Merkel nicht, viele sogar, und auch Leute, die sie mögen, aber sowohl bei den einen als auch bei den anderen kann ich weder von Hass noch von Liebe reden, keinerlei Emotion dieser Frau gegenüber, nur eine Beurteilung. Ja, aber es ist ja auch so, dass sie ihre Gefühle auch nicht ausdrückt. Das ist ja vielleicht auch ihr Trick, dass sie immer sehr, sehr neutrales Gesicht macht, wenn mal so ein, sagen wir mal, Deutschland gewinnt im Endspiel und sie sitzt im Stadion, dann klatscht sie mal so ein bisschen und ein ganz leichtes Lächeln geht über ihr Gesicht, dass man auch überhaupt sieht, dass sie überhaupt was, das auch toll findet. Aber ansonsten lässt sie alle Emotionen weg und das führt eben auch dazu, dass sie bei anderen eben weder Hass noch große Liebe dann auslöst. Und sie macht eben den Eindruck, dass sie nüchtern ist, Physikerin, die eben alles sehr klar und strukturiert durchdenkt und eben sich nicht von Emotionen leiten lässt. Und das schätzen halt viele Leute an ihr. Wenn viele von uns damit Zuschauer auch was zum gleich anwenden haben, also dass wir ein bisschen Dienstleistung betreiben, wenn jeder von uns einen Narzissten in sich hat, wie geht man kultiviert damit um und kann das positiv einsetzen, zu eigenen Gunsten, aber nicht zum Schaden anderer?
Also man sollte schon versuchen, diesen Narzissmus ein bisschen auszuleben, weil man A, sich selber damit beliebter macht und man zum Beispiel bei Liebesbeziehungen macht das manchmal schon was aus, dass man sich selbst Mühe gibt, auf den anderen positiv zu wirken. Ne? So die Antinarzissten, die immer sagen, ach, alle müssen mich lieben, scheißegal, was ich für ein blödes Gesicht aufsetze und ob ich muffelig bin und ob ich mich rasiert habe. Die müssen mich so nehmen, wie ich bin. Die haben meistens keine guten Zeiten und auch die Partner lieben es eben, wenn man doch sich ein bisschen narzisstisch gibt, denn sonst würde es nicht so erklären, dass Narzissten immer so extrem erfolgreich sind in Liebesbeziehungen. Es gibt ja eben diesen anderen Typen, der sagt, ich mache mich nicht abhängig von den geäußerten Meinungen und so, ich bin gefestigt, ich bleibe sachlich, ja, auch wissenschaftlich und so weiter. Und wenn das Narzissten sind, die das arg kaschieren, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass diese nächste Stufe zum Antisozialen kommt? Also wenn wir es echt nicht leben und unterdrücken, es gibt landen ja wir irgendwann in der Zelle. Ja, nee, gut, das würde ich so nicht sagen. Also es gibt eben auch Leute, die tatsächlich sehr bescheiden sind, obwohl sie Großes leisten und dann zurückhaltend sind. Aber es gibt auch Leute, die kultivieren sozusagen dieses Antinarzistische. Und das ist fast häufig auch ein Zeichen für schweren Narzissmus. Also wenn einer zum Beispiel den Einsiedler mimt oder den Autisten mimt, der also auf die Meinung von anderen Leuten überhaupt nichts gibt und alles, was andere Leute machen, immer nur die reine Lehre sieht, also auch bestimmte Art von Wissenschaftlern, die also wirklich nur an ein Thema denken und alles andere außer Acht lassen. Dahinter steckt manchmal doch auch wieder ein Narzissmus. Als ich mich für dieses Gespräch vorbereiten wollte, habe ich so mal geguckt, was Sie so getrieben haben in Ihrer Karriere und habe festgestellt, entweder müsste ich mich noch 60 Stunden mit Ihnen unterhalten, um alles mal durchziehen. Wovor haben Sie denn Angst, dass Sie so viel geleistet haben bisher? Naja, ich war früher eben doch auch schüchtern und konnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, mal irgendein Interview zu geben. Und hatte auch immer so das Gefühl, ja, dass andere mich blöd finden und lächerlich und hässlich und was auch immer. Und habe dann eben sozusagen an mir gearbeitet und irgendwann festgestellt, dass man da sich auch selbst therapieren kann. Wenn man das zum Beispiel dadurch, dass ich dann Musik gemacht habe, da muss man ja auf der Bühne stehen, habe ich Gitarre gespielt auf der Bühne und da muss man sich ja mit den Leuten auseinandersetzen. Ja, und da habe ich mich dann erfolgreich therapiert, dann später wissenschaftliche Vorträge gehalten. Ist ja auch so eine narzisstische Übung. Nicht? Man, auch Wissenschaftler, die Vorträge halten, da gibt es auch Leute, denen es nicht um die reine Wissenschaft geht. Nicht? Und die das dann auch ein bisschen zelebrieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Nicht? Und bin da so ein bisschen rausgekommen aus diesem Problem. Das war für mich ein großes Problem. Sie gehören zu den wenigen, die sowas aussprechen, also dass diese Selbstkritik offen ist das auch Narzissmus? Nein, ich will einfach mal ehrlich, glaube ich jedenfalls, obwohl natürlich auch Narzissten, es stimmt ja gar nicht, dass sie das alles hinterm Berg halten, viele Narzissten reden sehr gern auch über ihre eigenen Schwächen, weil sie auch der Meinung sind, dass alle anderen Leute das gefälligst auch zu interessieren hat. Ich kann mich nämlich immer in Sendungen erinnern, also immer wenn man Lanz oder sowas kommt, merkt man, den Promi habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber der hat jetzt Bulimie oder so. Also wo man dann merkt, wo dann die Schwächen eingesetzt werden, um wieder ins Geschäft zu kommen. Exakt, es gibt viele, die dann auch über ihre Probleme reden, über eine Drogensucht und das dann austappen im Fernsehen oder ihre Beziehungsprobleme, Selbstmordversuche und das dann eben auch zelebrieren und dabei auch peinliche Dinge dann verlauten lassen. Nicht? Also, dass sie wegen Steuerhinterziehung Strafe zahlen mussten und das Narzissten nehmen da gar nicht so Rücksicht drauf und erzählen da auch mal Sachen, die man besser doch nicht im Fernsehen erzählen sollte. Wahnsinn, also es ist ein unergründliches Thema für mich. Jetzt haben wir sehr viel über Narzissmus geredet. Ich will nochmal zu Ihrem Buch zurückkommen. Wer hat Angst vor dem bösen Mann? Was ist denn böse? Ja, also Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung sind böse nur um des Böseseins willen. Also die
betrügen andere Leute nicht nur, damit sie, sagen wir mal, an das Geld rankommen, sondern um nachher zu genießen, wie der andere dann sich ärgert, dass er betrogen worden ist. Also sie lieben es auch, Leute winseln zu sehen. Die schlagen Menschen oder einfach nur, um sie zu schlagen, nicht etwa, um ihnen irgendwas wegzunehmen. Also es geht ihnen um die Macht, die sie ausüben. Und diese Macht, sie erzählen auch Lügen, wohl wissend, dass nach 3 Tagen diese Lüge auffliegt. Einfach erzählen sie die Lüge, um das dumme Gesicht des anderen zu genießen. Und das ist schon eine schreckliche Sache, weil die eben, jeder Mensch jagt hinter den Endorphinen her. Auch diese Menschen haben ein Endorphinproblem, haben aber irgendwie gelernt, wie sie ihre Endorphine anheben können durch antisoziales Verhalten. Das ist auch in der Menschheitsgeschichte schon so gewesen. Leute oder Tiere müssen ja auch um Nahrung kämpfen, um Partner kämpfen, um Territorium kämpfen. Genauso ist es auch bei Menschen immer gewesen, dass sie um diese 3 Sachen kämpfen mussten. Und das war auch ein Erfolgsmodell. Also die Steinzeitmenschen, die am meisten Mammutschnitzel nach Hause gebracht haben, haben die besten Frauen abgekriegt. Das waren aber aggressive, wilde Typen, ne? Und genauso ist es bei Antisozialen, dass die eben ihre ganzen Endorphine aus aggressivem Verhalten schöpfen, obwohl sie im Laufe des Lebens meistens ja selber auch nicht damit Erfolg haben. Meistens landen sie im Knast, werden irgendwann entlassen und begehen die nächste Straftat, hohe Rückfallquote. Also sie haben letztendlich nichts davon, außer sie werden Mafia-Boss oder Politiker oder Diktator. Dann haben sie wirklich was davon. Aber auch selbst die sterben manchmal früh. Aber das ist ihnen alles egal. Sie wollen immer den schnellen Genuss durch Aggression und antisoziales Verhalten. Wahnsinn. Ich danke Ihnen sehr, Herr Wandelow, für dieses Gespräch. Ich nenne zum Schluss immer 3 Begriffe und bitte um 3 kurze Assoziationen. Gegenteil von Angst. Glück. 2. Begriff. Liebe. Ach, aber das ist zu einfach, ne? Das wäre zu einfach, aber es ist erlaubt. Ja. Mitgefühl. Da fällt mir jetzt nicht das Wort ein, aber die Antisozialen, die haben eben genau das nicht, das Mitgefühl. Ne? Also das ist eben, ja, Mangel an Mitgefühl wäre das Gegenteil. Da fällt mir jetzt kein gutes deutsches Wort dafür ein. Also was für mich erstmal eine Erkenntnis war aus diesem Gespräch heraus, wie wichtig Endorphin und Dopamin für uns Menschen ist. Kann man so sagen. Also die Menschen leben quasi dafür, für diese 2 Sachen, ernähren und vermehren. Alles, was wir machen, dient dazu, um uns entweder zu ernähren oder zu vermehren. Und beides wird durch die Endorphinausschüttung belohnt. Also entweder arbeiten wir, um uns zu ernähren und was zu essen zu kriegen, oder wir haben Sex, damit auch die Menschheit weiterlebt und nicht nur die einzelne Person. Ne? Es klingt zwar sehr primitiv, aber darauf ist diese Welt aufgebaut. Das Witzige ist, egal über welches wissenschaftliche Thema ich mich unterhalte, verstehe ich immer mehr, warum den Menschen Wachstum so wichtig ist, warum die Parteien damit werben und auch die Popularität und alles Mögliche. Genau. Dankeschön. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Sehen Sie, jetzt mache ich es wieder. Ich habe früher mal gesagt, abonniert mich. Und dann dachte ich mir, das ist nicht kein Understatement. Mhm. Aber ich wollte aber trotzdem, dass Sie es tun. Dann dachte ich mir, immer wenn ich Sie grüße, dann werden andere sagen, ich will auch gegrüßt werden. Also ja. Abonniere ich. Verrückt. Also. Und Bandelow ist so nett und wir verlosen ein Buch. Wer hat Angst vor dem bösen Mann? Signiert von Ihnen. Mhm. Das soll die Frage sein, es gibt dann Kommentare unter dem Video, was soll der Zuschauer schreiben? Sorry, das habe ich jetzt nicht also verstanden. Also eine Fragestellung, wie man das Buch gewinnen kann. Sollte das mit Angst zu tun haben? Also der Zuschauer muss irgendwas, eine Leistung erbringen, genau. Damit er das Buch gewinnt. Ein Kommentar schreiben und in dem Kommentar... Okay. Er soll einen schönen Aphorismus schreiben. Okay. Sowas wie Mark Twain immer gesagt hat oder so.
Vielleicht was von Oscar Wilde. Dann ja, haben wir den Bogen gespannt zu Dorian Gray. Ja, genau. Ja, danke schön. Und mein nächster Gast ist, da geht es um das Thema Bildung, Professor Gerald Hüther. Bis zum nächsten Mal.